Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Vor ein paar Wochen habe ich ein Video online gestellt, planlos am Kanal. Heute bin ich wieder am Kanal, aber heute habe ich einen Plan. Ja, und zwar will ich ein bisschen was ausprobieren. Das erste, was ich ausprobieren möchte, ist: Kann ich am Kanal ohne Straßenverkehr bis nach Münster fahren? Ja, und zum anderen, was ich noch ausprobieren will, ist meine Rode Funkstrecke, die Wireless Go. Da hat sich letztens der Transmitter verabschiedet, beziehungsweise der Akku vom Transmitter wird beim Laden kochend heiß. Upsa. Hab mich da schon fast dran verbrannt am Ladekabel, am USB-C-Kabel. Ja, ich bin schon mit Rode in Kontakt, dass sie das in irgendeiner Art und Weise austauschen. Ja, da wollte noch eine genauere Beschreibung haben. Und am liebsten noch ein Erklärvideo. Mal gucken, vielleicht drehe ich das heute Nachmittag noch. Und dann würden sie es wohl austauschen. Ja, und da fiel mir aber ein, dass ich noch eine alte kleine Funkstrecke im Keller liegen habe. Das ist die, die jetzt gerade angeschlossen ist an der Action Cam. Das ist die Funkstrecke von Essen. Das ist meine erste Funkstrecke gewesen. Und ja, ich war mir nicht ganz sicher, weil da sind ja auch eingebaute Akkus. Da war ich mir nicht ganz sicher, wie gut die noch sind. Hab die mal aufgeladen. Und zu Hause auf den Schreibtisch gelegt. Ja, und da schienen sie auf jeden Fall einen Tag durchzuhalten. Ja, und ob es wirklich so ist, werde ich jetzt auf der Tour hier feststellen. Und was ich auch noch nicht weiß, wie gut der Ton beim Fahrradfahren ist. Also wie gut die Deadcat ist, der Windpuschel, ob das überhaupt funktioniert beim Radfahren. Meine leichte Windgeräusche stören mich dabei nicht. Solange es nicht in den Ohren wehtut und die Sprache gut zu verstehen ist, finde ich es nicht schlimm. Finde ich eher, dass es ein Video noch authentischer macht, wenn leichte Windgeräusche zu hören sind. Testen wir aus. Ja, wie gesagt, bin wieder zum Kanal gefahren, wieder am Rhein-Herne-Kanal. Geht es jetzt wieder bis zum Dattelner Meer. Ja, vom Dattelner Meer wechsle ich dann an die alte Fahrt durch Olfen durch. Und dann weiter an der alten Fahrt, vorbei an der Marina, bis ich dann an den Dortmund-Ems-Kanal komme. Ja, und
am Dortmund-Ems-Kanal fahre ich dann bis nach Münster. Und so wie es bei Komoot aussah, ist es tatsächlich so, dass ich relativ nah an den Bahnhof herankomme, ohne Verkehr. Und das ist das, was ich heute testen will. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. Ja, und am Wasserstand von Kanal und Lippe kann man schon sehen, dass es die letzten Tage viel geregnet hat. Wenn auch wir hier echt Glück gehabt haben. Ein paar Kilometer weiter südlich, nur 30 bis 40 Kilometer, kommt dann Essen-Steele. Ja, Kupferdreh, die haben schon ordentlich auch Land unter, wenn auch längst nicht so Probleme wie noch weiter südlich, Ahrweiler und so. Ja, und warum will ich jetzt wissen, ob man mit dem Fahrrad relativ verkehrsfrei nach Münster kommen kann? Ja, ganz einfach. Ich habe demnächst Fortbildung in Münster. Und ja, bekanntlich ist Münster ja eine Fahrradstadt. Warum soll ich da nicht mit dem Fahrrad fahren? Zumal irgendwann hat man dann ja auch Feierabend und hat ein bisschen Zeit, sich was anzuschauen. Und mit Fahrrad geht das ja, glaube ich, ein bisschen einfacher als zu Fuß. Das ist der Grund. Schleuse Flassheim. Hier haben wir die Einfahrt zu Marina Flassheim. Und dahinter ist auch der große Campingplatz.
Ja, da hinter der Brücke kommt dann gleich die Schleuse Datteln. Also haben wir die ersten 20 Kilometer knapp drüber geschafft. Und hinter der Schleuse kommt dann das Dattelner Meer. Und dann geht es wieder links ab auf die alte Fahrt, der ich dann folge, bis ich wieder am Wesel-Dattel-Kanal bin. Nein, am Dortmund-Ems-Kanal natürlich. Ganz schön was los hier. Von da hinten rechts kommt der Dortmund-Ems-Kanal und geht dann nach links weiter. Ja, hier am alten Sperrwerk treffen wir dann auf die alte Fahrt. Jetzt geht es, weiß ich nicht, 10 Kilometer oder so in die Richtung. Ja, ich fahre hier einfach total gerne lang. Ja, jetzt kommen wir gleich nach Olfen rein. Da muss ich ein kleines Stückchen von der alten Fahrt weg, aber nur ganz kurz. Und dann geht die alte Fahrt aber als Park weiter, ohne Wasser. Der Deckel von der Lenkertasche klappert ein bisschen. Ja, in Olfen ist die alte Fahrt zu einer Parkanlage ausgebaut. Da geht es dann ein Stückchen ohne Wasser weiter und dann irgendwann kommt man wieder am Stück, wo Wasser ist, und dann kommt dann auch die Marina, also der Yachthafen, und dann ist man an Bord von Ems-Kanal. Ja, hier auf der linken Seite liegt jetzt Olfen. Aber jetzt geht es hier erstmal noch geradeaus weiter Richtung Dortmund-Ems-Kanal. Und dann folge ich dem bis nach Münster, bis in die Stadt rein. Ja, ich bin jetzt wieder am bewässerten Teil der alten Fahrt zurück. Hinter mir seht ihr noch den letzten Rest der Marina, des kleinen Yachthafens. Und dann wird auch gleich da vorne schon der Dortmund-Ems-Kanal kommen. Der ist ein bisschen hubbelig hier, aber das stört mich nicht weiter, weil ich weiß auch, dass es nicht allzu weit ist. Apropos nicht allzu weit. Hier kommt dann auch schon die Ausfahrt in den Dortmund-Ems-Kanal. So, dann geht's weiter Richtung Süden, Norden. Münster liegt im Norden.
Ja, bis Senden kenne ich den Weg am Kanal, aber ab Senden dann nicht mehr. Deswegen habe ich mir die Tour auf Komoot vorgeplant, weil man kann schon mal dumm kommen, wenn du am Kanal fährst und dann kommst du auf einmal an so einen toten Arm oder so oder an eine Kanaleinfahrt, wo es dann nicht mal weitergeht und dann musst du wieder umdrehen und kilometerweise zurückfahren, bis du dann an eine Brücke kommst. Deswegen bei unbekannten Abschnitten plane ich so eine Kanaltour dann auch immer vor. Da, wo ich mich auskenne, da brauche ich das ja nicht. Aber so ist es dann schon angebracht. Dann noch 3 Kilometer, dann müsste ich die Hälfte haben. Ja, ich habe ja beim letzten Video schon gesagt, dass man am Dortmund-Ems-Kanal doch ein bisschen mehr Aussicht hat als am Wesel-Dattel-Kanal. Und was auch anders ist, sind die Sperrwerke, die hier alle paar Kilometer kommen. Falls es mal zu einem Dammbruch kommen sollte, dass der Kanal nicht komplett leer läuft, dann können halt hier an den Sperrwerken die Tore runtergelassen werden und nur ein Abschnitt läuft leer. Ja, um ein bisschen Abwechslung zu haben, bin ich jetzt mal vom Kanal weg an die alte Fahrt jetzt kurz vor Senden gewechselt. Ja, die alte Fahrt ist jetzt rechts von mir. Da oben am Damm kann man nicht ganz so gut fahren wie hier an der Straße, deswegen bleibe ich hier unten. Ja, wie gesagt, jetzt geht es Richtung Senden und dann auch irgendwann wieder zurück an den Kanal. Ja, da in diesem oder an diesem toten Kanalarm liegt der Campingplatz in Senden, wo ich schon ein paar Mal war. Und ab da vorne ist der Kanal dann für mich Neuland. So, Senden-Ausläufer habe ich jetzt hier noch und dann habe ich die Stadt hinter mir. Und dann sind es noch so circa 20 Kilometer bis Münster. Bin ich mal gespannt, wann es am Kanal hier voller wird. War gerade in Senden, war schon ein bisschen mehr los. Denke mal, spätestens wenn die Außenbezirke von Münster kommen, wird sich ein bisschen knubbeln. Der Radweg am Kanal ist jetzt gesperrt, aber eine Umleitung ausgeschildert und hier gibt es einen ziemlich neuen Radweg begleitend zur Straße, also kann man auch fahren. Ja, ich muss feststellen, langsam wird es voller, mehr unterwegs. Aber tatsächlich ist der Weg hier am Kanal auch nicht ganz so toll. Kann man fahren, aber ich glaube, da bin ich vom Wesel-Dattel- und Rhein-Herne-Kanal doch ein bisschen verwöhnt. Aha. Da stand gerade schon ein Schild Münster Zentrum 9,6 Kilometer. Ja, es wird auch immer voller hier am Kanal. Habe ich ja auch so erwartet. Mittlerweile habe ich die Kanalseite gewechselt. Habe jetzt noch ca. 13 Kilometer.
aber nicht 13 Kilometer bis Münster, sondern bis zum Bahnhof. Also ich denke mal, da es jetzt auch immer voller wird, werde ich jetzt mal so die Ausläufer von Münster langsam mal erreichen. Noch circa 10 Kilometer. Irgendwann geht es aber auch vom Kanal hier ab. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr genau wo. Werde ich dann schon sehen. Aber noch ist alles schön grün hier. Sollte man gar nicht meinen, dass man gleich schon in der Großstadt ist. Also mit dem Fahrrad nach Münster fahren, warum nicht? Kein Problem. Ja, ich bin jetzt, hab jetzt noch 5 Kilometer bis zum Bahnhof. Wird jetzt hier auch mal voller. Deswegen würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier erstmal Schluss und denke ich mal Verabschiedung mache ich dann, wenn ich wieder aus dem Zug ausgestiegen bin. Da eben noch im Zug gesessen, jetzt schon wieder auf dem Radweg. Ich bin nur bis Haltern gefahren, da hätte ich eh umsteigen müssen, aber auch noch eine halbe Stunde warten müssen. Ich glaube, in einer halben Stunde bin ich auch mit dem Fahrrad zu Hause. Also ja, mal wieder auf der letzten Meile unterwegs. Ja, ist eine andere Tour nach Münster, wie ich es immer gewohnt bin. Auf jeden Fall kann man machen. Wirklich wenig Straßenverkehr. Macht durchaus Sinn, so nach Münster zu fahren von hier aus. Na gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.